Hallöchen Leute und willkommen abermals zurück bei Color Splash, The Paper Mario natürlich. Ich hoffe, ihr seid alle bereit für den Koboldbunker. Hier gibt es nur einen einzigen kleinen Farbstern, aber auch die kleinen sind wichtig, um uns näher an die großen Farbsterne ranzuführen. Also, los geht's! Erstmal voll Bowsers Symbol auf dem Boden. Bowsers Zeichen. Die Tür ist zugeklebt. Und hier ist ein blaues Sniffit, mit dem ich quatschen kann. Hallöchen? Ist ein tolles Schnäppchen, nur 1000 Münzen. Hä? Was? Okay, komm, gib mal her. Ich habe so viel Geld. Gib einfach mal her. Was immer du verkaufst, ich kauf's. Oh, Kartenset erhalten. Firma dankt. Falls jemand fragt, von mir hast du die Karten nicht. Ach, der hat mir gerade Karten verkauft. Okay, gut, danke. Ich meine, ich habe über 6000 Münzen jetzt gerade gehabt, also habe ich mir gedacht, nee, komm. Der wird ja nicht umsonst hier stehen. Vielleicht... Boah, wie geil ist das denn jetzt hier? Richtig viel Cash. Das hat doch sicher einen Grund, dass der hier ist. Vielleicht brauche ich diese Karten. Ja, vielleicht sind da ja welche dabei, die ich wirklich benutzen muss. So, ah, dann auch mal Grimmer direkt wieder ein bisschen Geld zurück. Natürlich. Ist überhaupt nicht verdächtig. Lalalalalala, oh shit. Das war so klar. Wo sind wir? Hier steht ja alles unter Wasser. Ich könnte wetten, die Röhre endet auch irgendwo im Wasser. Aber naja, mit Röhren kennst du dich besser aus, Mario. Sicher hast du alles im Griff. Nicht, dass wir groß die Wahl hätten. Ey, da war so... Das war so offensichtlich. Okay, betreten. Oh, sind wir etwa unter Wasser? Es ist so still, aber wir können immer noch atmen. Es ist mal wieder Zeit! Herzlich willkommen zur neuesten Folge der... Sniffit Show! Ganz recht, endlich ist es wieder soweit. Mein Name ist Sniffit und ich führe Sie durch diese Show. Und unser Kandidat heute ist, welche Überraschung, unser alter Freund Mario. Die Show geht über insgesamt 7 Runden. Wenn du 4 davon gewinnst, bekommst du den großen Preis, einen kleinen Farbstern. Wenn du alle 7 gewinnst, gibt es eine extra Runde. Verwende deine Karten, um die Aufgaben zu lösen. Vergiss nicht, sie einzufärben. Du kannst hier eine Aufgabe auch überspringen, aber das wird als falsche Antwort gewertet. Bist du bereit für die Show? Ey, das finde ich jetzt aber auch gerade witzig, weil ich kann mich noch erinnern, in Sticker Star für 3DS gab es diese Sniffit Show auch schon mal. Und deswegen hat er jetzt gesagt, es ist mal wieder Zeit. Ja, also kann ich mir noch erinnern, es gab so eine Sniffit Show schon mal in Sticker Star. Und eigentlich gibt es quasi wirklich in jedem Paper Mario mindestens einmal so einen Quiz. Das ist, ja, das ist ganz nett. Okay, natürlich, ich bin bereit. Sehr gut, dann begib dich bitte in den Kandidatenbereich. Von jetzt so einer Wasserblase. Fangen wir an. Runde 1. Gucklochkarte. Erkenne die Karte, die dir gezeigt wird. Aufgepasst. Aha. Sieht aus wie ein abgenutzter Dreiersprung. Würde ich jetzt mal sagen. Stopp! Bitte löse jetzt die Aufgabe mit Hilfe deines Kartensets. So, sieh ins Menü. Ah ja.
Gut, ich habe jetzt hier natürlich einen Haufen neuer Karten, die ich gerade von dem einen Typen draußen gekauft habe. Wahrscheinlich ist das genau richtig so. So, jetzt müssen wir nur gucken, was hier dabei ist. Wir haben sogar den Ventilator auch nochmal gekriegt. Sehr interessant. So, hier. Ich habe ihn. Abgenutzter Sprung mal 3. Das kann nur das sein. Einfärben muss ich natürlich auch unbedingt. Und schnippe die Antwort. Schnipp. So, wie wenn das jetzt falsch ist. Sehen wir mal, ob du richtig liegst. Ja, das kann doch richtig sein. Ja! Richtig! Ist eine coole Idee. So weit, so gut. Runde 2. Tap-Karten. Wir zeigen dir nur 3 Karten, die du gleich darauf wiedererkennen musst. Aufgepasst. Aha. Ein Feuerhammer, ein abgenutzter Hammer und ein K.O.-Hammer. Stopp. So, bitte löst die Aufgabe mit Hilfe deines Kartensets. Okay. Also, muss ich jetzt einfach wieder hier... So, Feuerhammer, abgenutzter Hammer, K.O.-Hammer. Ich hoffe, die Reihenfolge ist egal. So, alles einfärben. Und fertig, Gefährt. Schnipp. So, sehen wir mal, ob du richtig liegst. Er muss ja. Richtig. Okay, also Reihenfolge war egal. Soweit, so gut. Runde 3. Kartensalat. Wir zeigen dir nun 2 Karten, die du danach identifizieren musst. Aufgepasst. Ah. Geht schön durcheinander. Hä? Ah, das ist ja leicht. Ein Pilz und ein Hüpfpuschen. So, stopp. Ich glaube, es ist sogar ein großer Pilz. Den habe ich hier nämlich auch bekommen. So. Hier. Maxi-Pilz und großer Hüpfpuschen. So, eingefärbt und... Bitteschön. Das ist meine Antwort. Sehen wir mal, ob du richtig liegst. Ah, das war ein kleiner. Oh, du bist doch scheiße. Das habe ich doch nicht gesehen. Schade. Oh, so ein Pech aber auch. Ey, das ist voll unfair. Wie soll man das wissen? Jetzt bietet sich, es sich an, dich über ein kleines Detail dieser Show aufzuklären. Wenn du bei diesem Spiel verlierst, platzt mehr als der Traum vom Sieg. Über dir lauert ein Igluck mit frisch polierten und angespitzten Stacheln. Für jede falsche Antwort schleicht sich der Igluck näher an die Blase, in der du dich befindest. Im Namen des Senders entschuldige ich mich für diese Unannehmlichkeit, aber das ist nun mal gut für unsere Einschaltquoten. Du willst doch bestimmt weitermachen, oder? Ja, hallo? Sicher? Wahres Siegermaterial. Weiter geht's. Runde 4. Ey, das war voll unfair. Woher soll ich wissen, dass das ein kleiner war? So, Kartenmischer. Wir zeigen dir nur 3 Karten, die du im Anschluss identifizieren musst. Ey, das war voll gemein. War es doch richtig. Oh Gott. So, Stachi, so ein Bohrersprung und eine Pickelhaube. Alles klar. Stopp. So. Also, Bohrsprung. Dann... Wo ist der Stachi? Warte. Der Stachi. So. Und dann... der Pickelhelm. So. Vor allem, wir haben hier eine Karte, die wir noch nie gehabt haben. Der Bohrsprung. Ich habe den bisher noch nie gehabt im normalen, regulären Spiel. Was ist das? So. Alter, wenn da jetzt wieder irgendwas... Das kann jetzt nur richtig sein. Weil die gibt es nicht in groß oder klein. Und... Jawohl! Richtig! Hey, immer dieses So, Glückwunsch! Das sind jetzt 3 richtige Antworten. Fehlt nur noch eine für den großen Preis. Runde 5. Ausmalkarte. Wir malen vor deinen Augen eine Karte aus. Du musst dieselbe Karte aus deiner Sammlung wählen und genauso weit einfärben wie in der Vorgabe. Oh Gott! Das könnte schwer werden. Aufgepasst! So, aha, es ist der Ventilator und er wird ein bisschen über die Hälfte eingefärbt. Okay, stopp.
So. Das ist aber, da darf ich nicht zu lange drücken. So. Ich habe ihn schon. So, Ventilator. Und jetzt, jetzt muss ich aufpassen. So. Ich glaube, ja, ich glaube so. Wahrscheinlich ist das falsch. So. Na komm, das ist doch die Hälfte hier. Ah, das war zu wenig! Gescheißen! Mann, das ist voll blöd. Was ist denn das für ein scheiß Quiz? Fick dich. Das ist unfair. So ein Pech aber auch. Ja, das ist doch voll fies. Was soll ich denn das wissen? Ob das jetzt reicht oder nicht. Ist das dumm? So, du bist so... Ja, ich will weitermachen, du Hurensohn. So. Runde 6. Mach mal was Richtiges. Hier, was Leichtes. Trudelkarten. So, wieder 3 Karten werden gezeigt. Aufgepasst. Ja, das ist voll scheiße mit dem Einfärben. Wo soll ich wissen, ob das genug ist? So. Ein großer Hammer, ein Hochhammer und ein Wurfhammer. Alles klar. Na, das habe ich mir jetzt aber gemerkt. Großer Hammer, Wurfhammer, Hochhammer. So. Hochhammer, Wurfhammer und großer Hammer. So. Das ist jetzt aber alles richtig. Mann, das mit dem Einfärben ist ja voll dumm. Woher soll ich wissen, ob das jetzt reicht oder nicht? Das ist voll schwer abzuschätzen. So. Das war richtig. Na also. Glückwunsch, du hast 4 Runden gewonnen. Der Preis ist dir sicher. Wenn du 7 Runden geschafft hättest, könntest du dich jetzt an der nächsten Runde versuchen. Wer die gewinnt, schreibt Sniffit-Show-Geschichte, ganz zu schweigen von dem legendären Schatz, den es als Belohnung gibt. Danke fürs Mitmachen, Mario. Und an unsere Zuschauer, ich hoffe, sie erneut begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt... Herzlich willkommen zur neuesten Folge der... Sniffit-Show! Oh, wir haben es ja doch noch geschafft. Da ist der Farbstern. So, ein Brief ist in Port Prisma angekommen und... what? Restaurierte Farblosflecken 5%? Okay, egal. Wir gucken erstmal wegen... Was ist das hier eigentlich jetzt für ein Level? Der Kobold K! Leute, da ist der große blaue Farbstern! Oh mein Gott! Den müssen wir uns auf jeden Fall holen, aber jetzt müssen wir erstmal hier einen Brief abholen. Wir haben einen Brief gekriegt, wir haben einen Brief gekriegt. Mal sehen von wem. Alter, war das fies, Mann. Mit dem Einfärben echt fies. Ja, das mit dem Hüpfhusch war eigentlich auch ein bisschen scheiße, weil ich konnte wirklich nicht sagen, ob das jetzt ein großer oder ein kleiner ist. So, was ist mit euch los? Seid ihr hier neu? Ja, hast du schon von dir zugehört? Du sollst seit Ewigkeiten beim Terrakotta-Tempel festsitzen. Wo liegt denn das Problem? Geister kaputt? Leute, wisst ihr noch? Das waren ja wir. Wenn auch nicht beabsichtigt. Na, jetzt schauen wir erstmal, wer uns geschrieben hat. Und ach so, Typi! Hallöchen, Popöchen! Hast du neue Karten? Zeig mal her. Was hast du denn so dabei? Was darf's sein? Ja, lass mal schauen hier und... Tatsächlich! Der Bohrsprung! Springe mit ganz gewöhnlicher Bohrerkraft auf einen Gegner mit oder ohne Stacheln. Trifft bei guter Ausführung auch andere Gegner. Jetzt auf einmal können wir den hier kaufen. Voll geil. Gleich mal 3-mal. So. Ja, Serensprung, so. Ich brauche schon ein paar gute Karten. Ich brauche unbedingt mal wieder Feuerblumen. So, 4 Feuerblumen. 3 Eisblumen. Ein Maxi-Pilz. So. Powerblock. Großer K.O.-Hammer.
Brauche ich jetzt eh nicht so oft. Haben wir mal zwei, warte mal. Große Sachen sind eigentlich auch immer gut. So, das muss mal reichen. Nicht, dass es dann wieder ist, du hast keinen Platz mehr für eine neue Karten. So, tschüss. Hallo Mario, du bekommst gerade recht, du hast Post. Mario, dank dir haben wir endlich unsere lang erwartete Teeparty im Hotel feiern können. Alles, was wir noch hätten tun wollen, ist erledigt. Daher können wir nun diese Welt hinter uns lassen. In ewiger Dankbarkeit, die Teeparty-Toads. Ach, die waren das. Wie nett, dass sie die blassen Toads einen Dankesbrief geschickt haben. Ich frage mich, weshalb ihnen so viel in ihrer Teeparty gelegen war. Naja, war denen halt wichtig. Die hatten sich da alle verabredet und dann gab es ja ein paar Problemchen. So. Ich bin hier auch immer noch verwirrt, weil mir hier noch 2% Farblosflecken fehlen. Aber Leute, wo soll denn das sein? Wo bitte soll das sein? Ich bin doch jetzt hier schon überall gewesen. So groß ist ja Port Prisma eigentlich gar nicht. Deswegen frage ich mich, wo hier wirklich noch was zum Einfärben fehlt. Ich würde hier nämlich nichts mehr sehen. Weil das hier können wir nicht einfärben. Das ist nur so eine Klopapierrolle, die ist ja eher weiß normalerweise. Also daran kann es auch nicht liegen. Und hier hinten ist doch auch nichts mehr, was mich hier noch einfärben könnte. Ich bin verwirrt. Wo soll hier bitte noch was sein? Außer das geht wirklich erst später. Aber da wüsste ich gerade gerne, wo das dann fehlt. Weil hier würde ich nämlich nirgendwo was sehen. So, jetzt gibt es doch hier noch diesen einen. Ah, er ist voll der Zwerg. Verzeihung, ich würde mich wirklich freiwillig für die Rettetoads melden. Ich bin zwar klein, aber stärker, als ich aussehe. Bitte, bitte. Tut mir leid, Kleiner. Ein Rettetood zu sein ist hart erarbeitet und verlangt selbst einen ausgewachsenen Tod alles ab. Iss am besten dein Müsli, bis du ungefähr dreimal so groß bist. Und dann kannst du es noch einmal versuchen. Du machst wohl Witze? Oh, jetzt ist er voll salty. Musstest du denn so gemein sein? Neuigkeiten von den Rettetoads. Ich stehe derzeit nicht mit all meinen Anführern in Kontakt. Mario, solltest du da draußen einen Anführer begegnen, dann... Ja, sagst du Bescheid. Weißt du Bescheid. Ich werde niemals dreimal so groß sein, was bedeutet, dass ich niemals der Rettetoads werde beitreten können. Oh, der tut mir jetzt voll leid. Wirklich. Aber ich kann im Moment nichts für ihn tun. Mit Betonung auf im Moment. So, jetzt lass mich noch ganz kurz gucken wegen gewissen Dingsen. Die wir eventuell brauchen könnten. Sag an, was steht an? So. Suche nach einem Dings, das eigentlich aus dreien besteht. Es schwebt an einem Ort, der vor Tanz und Gesang widerhallt. Okay. Davon habe ich jetzt nicht so viel. So, bei dir kann ich ja wieder Dinge kaufen. Aber das ist jetzt die große Frage. Was meint der? Vor allem ein Dings, was eigentlich aus dreien besteht. So. Das können wir ausquetschen. Ich weiß nicht genau, ob wir überhaupt hier irgendwas nochmal groß brauchen. Die Rübe ist ausverkauft, weil wir die noch immer haben. Die Teekanne haben wir ja, die könnten wir... Teekanne. Ja, ja, 100 gelassenes Brunnen im Fliederpark. Oder hier Flaschenöffner. Warte mal, ich kauf nochmal... Genau, Flaschenöffner kaufe ich nochmal. Da haben wir ja da letztens gegen diesen blöden
T-Tyranner gebraucht, weil der so viel ausgehalten hat. Ausquetschen. So, nutzt das Prinzip des Hebels, um Flaschen von Kronkorken zu befreien. Und dann den Eispickel will ich ehrlich gesagt auch nochmal haben. Hier, kostet auch 250. So, weiß nicht, sonst noch irgendwas? Ich habe immer noch 3000 Münzen. Soll man noch irgendwas ausquetschen? Feuerlöscher werden wir sicher nicht schon wieder brauchen. Den Pümpel haben wir jetzt schon zweimal, glaube ich, gebraucht oder so. Die Glückskatze bin ich mir immer noch uneins, ob wir die jemals wirklich brauchen. Die Glückskatze. Die haben wir nämlich auf der Spitze vom Kamesinturm gefunden. Die Zitrone haben wir noch dabei. Das Sparschwein ist, glaube ich, auch egal. Pümpel, wie gesagt, Verstopfung, das haben wir alles schon. Oder wisst ihr was? Die Teekanne macht den Tee. Wir nehmen uns nochmal die Teekanne. So. Ist doch egal. Ein bisschen Tee geht immer. Das ist so ein schönes Blumenmuster da drauf. So. Kommt kurioserweise zu. Kaffeekränzchen auch zum Einsatz. Ja, okay. So, das müssen wir mal reichen. Dankeschön, viel Spaß. So, jetzt sagen wir nochmal. Sag nochmal an. Suche nach einem Dings, das eigentlich aus Dreien besteht. Es schwebt an einem Ort, der vor Tanz und Gesang widerhallt. Weil es schwebt an einem Ort. Das heißt, das ist da schon da, oder wie irgendwie. Aber Tanz und Gesang? Mir würde da jetzt nur die Azurbucht einfach mit dem Ozeanfest. Da haben sie doch getanzt. Aber das Fest ist doch schon vorbei. Und da haben wir sogar schon 100% Farblosflecken alles eingefärbt. Also... ich bin verwirrt. Wo soll das sein? Kann natürlich auch sein, dass das ein Level ist, wo wir heute noch nicht gewesen sind. So, hier! Restaurierte Farblosflecken 98%. Hallo! Wo sind die 2%? Hm? Ich verstehe es nicht. Indigo-Grotte fehlen auch noch so viele Prozent? Kenne ich mir auch nicht wirklich aus, was das soll. So, hier, Azurbucht. Wir haben 100% eingefärbt. Hier ist nichts mehr. Hier ist einfach nichts mehr. Ich kapiere es nicht. Und ich frage mich auch noch immer... hä, Moment mal. War die schon immer da? Ganz kurz. Hier muss irgendwo eine Papierpeach sein. Eine Nachricht. Hier, guckt euch das an! Wie da einfach mal die gesamte Farbe fehlt. Einfach alles, die ganze Oase an sich. Alles weiß. Deswegen macht der Chef da gerade in seinem Liegestuhl auch, der macht Siesta. Ah, da ist sie ja. Peach Post 4. Abspielen, bitte. Mario, ich wurde vom Schiff gebracht und einen langen Gang entlang geführt. Es kann keinen Zweifel geben, ich befinde mich innerhalb von Bosses Festung. Doch ich verstehe nicht, wie das möglich ist oder wo sie sich befindet. Wir scheinen von Nebel umgeben zu sein. Oder von Wolken? Doch sei unbesorgt, mir geht es gut. Diese Peach-Miniatur ist der beste Beweis dafür. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du mich retten wirst, Mario. Bitte beeil dich. Ja, typisch Frau, ne? Es muss immer schnell gehen. Aber ehrlich, bitte. Jetzt mach mal einen halblang. Also gut, haben wir das auch gefunden. Dann würde ich vorschlagen, beende ich mal den Part. Und im nächsten geht es dann endlich zum großen blauen Farbstern, der dann schon unser dritter sein wird. Und zwar hier am Kobalt-Kay. Ich bin schon gespannt, welcher
Koopalink den denn bewachen wird. Und ob ich auch wirklich schon alles dabei habe, was ich brauche, um diesen Kampf dann zu gewinnen. Bis zum nächsten Mal und tschüssi!